erfahrung.com slide oder head slide, head circle aus dem Bauchtanz. Ist, ja, also ich finde das sehr hilfreich. Ich habe das ungefähr ein Jahr, nachdem ich dann wirklich die schlimmste Lagensituation hatte, kennengelernt. Und da geht es halt darum, dass ich eben den Kopf lateral bewege. Ich bin praktisch hier auf dieser Ebene und die Ebene bleibt erhalten. Ich fange nicht in irgendeiner Form an, hier zu knicken, nirgendwo hin, weil neigt sich der Kopf, sein Kopf bleibt genauso wie immer. Und es geht nur darum, den Versatz herzustellen. Also rechts, links wäre der Slide. Und man kann sich das so vorstellen, dass das Ohr gezogen wird. Das Ohr ist halt schön zentral hier an der Seite des Kopfes. Das bedeutet, wenn ich jetzt mir hier vorstelle, jemand zieht, dann komme ich in so eine Bewegung oder am Kinn, dann bin ich vielleicht hier. Das Ohr hilft vielleicht. Also ich finde das Ohr am besten, sich vorzustellen, dass man hier so einen Faden hat und dann wird man am Ohr gezogen. Man kommt da rein, wenn am Anfang ist es, denkt man sich, wie geht das überhaupt, diese Bewegung? Ne? Ich mache jetzt die Hände hoch, einfach weil der Rahmen hilft, die Bewegung zu erkennen. Also das ist... Man muss es auch überhaupt nicht so groß machen, sondern es ist natürlich jetzt immer, dass ich versuche, das sichtbar zu machen. Das Ganze kann genauso gut wirklich... Ich mache jetzt mal ganz klein. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ne? Aber das ist wirklich, da passiert ganz viel. Es war jetzt praktisch der Slide als Mikrobewegung. Und da passiert ganz viel. Das ist nicht zu unterschätzen. Und es ist wirklich auch gut. Also was der Körper ganz klein macht, das ist einfach für ihn. Und das lernt er sozusagen besser. Und das macht er ganz freiwillig. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich mache einen riesigen Slide hier, dann ist das nicht unbedingt das, was ich... Es ist vielleicht jemand, was ich will, aber nicht unbedingt, was mein Körper machen möchte. Der Circle hat jetzt nicht nur die Rechts-Links-Komponente, sondern auch eine Vor- und Zurück-Komponente. Vor ist so, wie wenn man in so einen Computer guckt. Also nicht zu doll machen, weil das, also so ein Huhn praktisch, ne? Das ist dann auch nicht schön, auch unangenehm. Also vor, denke ich, ist relativ intuitiv. Muss man aber auch nicht zu viel machen. Und Rück ist dieser Teil. Den ziehe ich zurück. Also es ist praktisch, ich mache meine Halswirbelsäule ganz lang. Die Rückseite vom Nacken, die wird ganz lang und groß und die geht einfach. Es ist wie so ein ganz bisschen Doppelkinn. Ne? Also wenn ich es jetzt übertreibe, dann bin ich natürlich hier. Aber es ist ein ganz kleines Doppelkinn. Und das zusammengesetzt kann man dann machen, indem man einfach die Ecken abfährt. Also vorne, das ist links, hinten, rechts. Oh, weil es schon zu viel bewegt hier. Vorne. Das ist vielleicht ein bisschen unruhig. Und die andere Richtung. Ja, so ungefähr. Also das ist ein bisschen rumspielen. Es ist halt einfach aus Therapiegründen sozusagen. Und das ist hilfreich. Wenn man das jetzt schön machen will, dann geht es halt wirklich darum, einerseits hier wirklich 100% auf der Ebene zu sein, also überhaupt keine Komponenten des Kippens drin zu haben und auch wirklich still hier unten zu sein, ne? Und das total zu isolieren. Genau, das. Und es kann sein, dass man in eine Richtung besser kommt als in die andere. Also wenn man jetzt bei mir guckt, ja, in die komme ich wesentlich weiter als in die. Ne? Also, hier, da denke ich dann immer so, hier ist Pause, endet, ich komme. Da ist eine Resistenz. Das ist okay. Also da kann man dann weiter üben. Gut ist, wenn einem das auffällt, weil man dann, es hilft einfach, wenn einem das auffällt. Dann weiß man eben, wo
man weiter üben kann. Und das ist eine Disbalance, sondern es ist etwas, das rechts und links unterschiedlich ist. Und da gibt es dann auch Gründe für. Es ist gut, wenn man weiß, dass die da sind.